Jo, 30 Grad im Schatten. Ja, das so ungefähr. Also ich schwitze mir gerade eine Karte von Prag. Und warum geht es in diesem Video? Es geht um Prag. Ja, wie ihr vielleicht mitgekriegt habt, das ist Micho. Oh, Bussi. Und das ist? Pavel. Ja, also wir sind jetzt gerade in Prag. Warum? Weil wir hatten gerade unsere Städtetour mit 25 Fotografen. Städtetour, Stadt- und Architekturfotografie Prag. Hat es dir gefallen? Es war, Achtung, geil. Ja, war es auch. Und Prag ist so, ich bin zum 10. Mal jetzt in Prag gewesen. Warum? Weil Prag geht immer. Ich habe immer gesagt, Tiere gehen immer, aber Prag geht auch und immer. Tiere in Prag geht auch. Ja gut, also wir haben Katzen nicht gesehen. Diesmal haben, nicht. Letztes Mal hast du ein kleines Babyschwein auf dem Arm gehabt. Ja, Schlangen aber gehabt. Schlangen. Nee, nee, nein. Ich Schlange, weiß, haben wir gesehen. Ja, mag ich nicht, mag ich nicht. Ja. Aber Hunde gibt es ohne Ende, aber es ging nicht darum. Es ging darum, wie wir diese wunderschöne Stadt in die Szene setzen. Und was haben wir gemacht? Also wir sind mit unseren Fotografen rumgelaufen, natürlich in zwei Gruppen, weil eine Gruppe, das ist immer sehr kompliziert. Ja. Und deshalb haben wir gesagt, okay, Micho eine Gruppe, ich andere Gruppe. Wir haben uns aufgeteilt und dann so verschiedene Routen und dann umgetauscht. Das war wunderbar. So haben wir die Stadt aus allen Winkeln fotografiert. Und apropos Winkeln, ich bin jetzt hier wie Cowboy gekleidet. Ich habe zwei Kameras. Tschüss! Ja, unsere Teilnehmer fahren gerade. Ja, also wir haben zwei Kameras. Einmal Weitwinkel, einmal Standard, Zoom. Mio hat auch zwei Kameras. Und wir haben die Holster, Spider Light. Ja? Zack, zack, eingeklackt, wurden immer so doof angeguckt, aber macht nichts, sehr praktisch. Auf jeden Fall, man kann sehr gut nur mit zwei verschiedenen Objektiven Prag fotografieren. Es gibt Brücken, es gibt historische Gebäude, es gibt Türme, es gibt Details ohne Ende, es gibt Kirchen, es gibt Torbögen, es gibt Landschaften, also Stadtpanorama Prag unten unter der Karlsbrücke. Also ich bin immer noch beeindruckt. Für mich die Stadt, die... Niemand man könnte sie auch, nein, das nicht, aber man könnte sie auch die Pastellstadt nennen. Alles ist so cremig, farbig, sauber. Und du kannst dich erinnern, vor zwei Jahren waren wir hier und da haben wir unsere Produktion gehabt über Filmen und Produzieren mit Smartphone. Korrekt. Ja, da waren wir im Winter und das Tolle ist, Prag hat sehr viele Farben. Im Winter ist alles so ein bisschen trist, es gibt kein Grün, aber wenn man die Schaufenster anschaut, da gibt es so Spielzeuge oder Glasflaschen oder Vasen, die sind so bunt. Also bei mir wecken sie sofort Kindheitserinnerungen. Ja, also meine Kindheit war so, ja, Institut für gut erzogene Jungs und ja, also immer Kunstunterricht nehmen, Musikunterricht nehmen, Flöte spielen, Klavier spielen. Lach doch nicht. Ja? Das hat sich heute nicht verändert. Es ist so, es ist so. Und wir haben dieses Spielzeug gehabt, also immer so buntes Spielzeug zu Weihnachten oder zu Neujahr. Und das hier, das sehe ich wieder. Ja, und deshalb, also Prag ist wirklich genial. Also das sind Farben pur. Und da wir beide Spezialisten für Konfitüre und Marmelade sind, wir müssen hier nicht viel machen. Wir haben fotografiert und haben gesagt, ey, wie geil ist das denn, ja? Ja. Also nur so klassisch Lichter runter, Tiefen hoch, und das war's dann. Ja. Ja, wobei wir uns dann darauf fokussiert haben, dadurch, dass alles schon farbig ist, wenn die Sonne scheint, und wenn das Wetter ist, ne? Also mir fehlt da noch ein Turm, ja, ne? Ja, ja, muss noch hinkriegen. Ne? Das ist jetzt Japan. Ja? Aber wenn man jetzt hier fotografiert, man kann sich komplett auf Licht, Schatten, Farbabstimmungen, Farbkomposition, Bildkomposition komplett fokussieren, um damit Bilder aus Prag zu bekommen, die eben nicht einfach nur Wahrzeichen, Menschen, fertig. Was mir gefallen hat, also wo wir mit unseren Gruppen unterwegs waren, da habe ich gesagt, ja, guck mal, das ist diese Gasse. Wir fotografiert hat die Gasse. Die meisten haben gesagt, okay, machen wir klassisch, so frontal. Ich sage, nee, gar nicht. Wir gehen in die Mitte dieser Gasse, gehen nach oben und fotografieren so kreuz und quer. Und wow, komplett andere Ansicht. Also man muss nur ein bisschen schräg denken. Und dann klappt das schon. Und ich habe auch schon gezeigt, so klassische Motive. Da warst du nicht da, da warst du mit deinen sakralen Sachen beschäftigt. Ich habe, was denn? Ja, ich hab, er hat mich zur Kirche geschickt. Ja? Im Grat, ja, das ist nichts Neues. Ja? Im Grat, oben oder auf dem Grat? Auf dem Grat. Auf dem Grat. Weil ich nicht oben weiß, wie du den Satz jetzt beenden wirst. Diese Burg. Ja. Da gab es so eine Skulptur und ich habe diese Skulptur absichtlich schräg fotografiert, damit wir die einfallenden Sonnenstrahlen
fangen können mit dem Fenster, was so in allen Regenbogenfarben glänzt. Mein, ach Gott. Ja, 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 oh natürlich. Und so haben wir ein komplett ungewöhnliches Foto bekommen. Und es war einfach ein Zufall oder ein konzipierter Zufall. Und all das könnt ihr euch anschauen. Jetzt kommt ein merkantiles Schwein durch. Ja, weil wir haben hier ein Produkt gemacht. Stadt- und Architekturfotografie Prag. Ja, unsere Teilnehmer haben es schon, also haben wir allen geschickt. Ja. Und ihr könnt das natürlich auch. Wir haben jetzt ein Download-Video. Über 2 Stunden Bildbesprechung. Konzept, warum wir die Bilder so und so konzipieren und nicht anders. Warum wir das so sehen und nicht so wie die Japaner, die mit Handys fotografieren. Weil hatten wir genug. Es geht besser. Gut, wir haben auch diese klassischen Bilder gehabt, die braucht man auch für Fotoalbum. Ja. Und wir haben Prag jetzt so durch die Linse gejagt, dass wir sagen, okay, wir haben jetzt Bilder, wo wir alle Facetten von dieser Stadt zeigen. Boah, hat er dicke Reifen. Ja. Bald nicht mehr. Ist egal. Wo wir diese Stadt so zeigen, dass er sagt, okay, ich mache jetzt ein Fotoalbum, ich zeige Details, ich zeige Architektur, ich zeige totale Aufnahmen, ich zeige schräge Aufnahmen, ich zeige diese außergewöhnliche Farben dieser Stadt. Und das alles können wir euch zeigen in diesem Video, was jetzt bei uns im Shop zur Verfügung steht als Download. Ihr könnt das alles angucken. Bilder auch zum Nachmachen da, ja? Machen wir das? Bei uns grundsätzlich immer. Ohne Ausnahme, auch nicht als Bonus, auch nicht auf 4 Wochen limitiert. Das ist bei uns Standard. Es gibt immer die RAW-Dateien zum Produkt dazu. Weil wir fühlen uns verpflichtet, dass ihr nicht nur unsere Videos anschaut, sondern sagt, okay, ich habe jetzt angeschaut, wie Micho und Pavel in Prag rumhüpfen, fein, ja, ich kann das nicht nachmachen. Nein, doch, ihr könnt das nachmachen, weil RAW-Daten stehen zur Verfügung und bearbeitete Dateien, zum Beispiel PSD, wo mehrere Ebenen sind, in komprimierter Form stehen sie auch zur Verfügung. Und jetzt zeigen wir einfach mal einen Ausschnitt aus diesem Video. Genau, was wir hier gemacht haben. Schaut euch das an. Also viel Spaß. Ich beginne jetzt einfach mal mit diesem Bild. Und wie ihr seht, habe ich schon einige Einstellungen hier. Diese Einstellungen habe ich genommen aus dem Preset Architekturfotografie. Dieses Preset findet ihr auch hier im Download, könnt ihr einfach installieren, also jetzt einfach sagen Einstellungen laden und dann klappt das alles wunderbar. Also zeige ich jetzt nochmal, wie es aussieht. Moment. So, machen wir es mal zu. Nochmal zu. Na, geht nicht, oder was? Ist egal. So, machen wir das so. Dann schaut bitte hier, geht er auf die Einstellungen laden. So, aber die sind jetzt geladen. Und ich möchte erstmal zeigen, wie sie aussehen. Also die Einstellungen sehen folgendermaßen aus. Licht darunter, Tiefen hoch, Weiß und Schwarz plus 10, Klarheit plus 10, Dynamik. Also das sind typische Einstellungen für Architekturfotografie. Dann hier auch entsprechend Betrag 75, Radius 1. Polyradius kann natürlich auch etwas weniger sein, 0,7 vielleicht. 40-40 Detail und Maskieren. Und dann Luminanz nichts, weil ISO 100, aber das kann man natürlich korrigieren. Dann haben wir noch Luminanz für Blau runtergestuft, wegen dem Himmel. Ich würde auch Aquamarin ein bisschen runternehmen. So zum Beispiel, minus 40. Und dann Sättigung ist hier bei Rot, Orange und Gelb auf ungefähr 20, Blau auch entsprechend. Und Farbton ist unverändert. Und dann haben wir auf jeden Fall chromatische Aberration entfernen aktiviert. Und das war's. Und das speichere ich jetzt unter neuen Sachen. Architektur, Schatten. So, speichern. Oder machen wir es neu hier. Zack, Architektur, Schatten. Das gebe ich euch dann auch zur Verfügung. So, was können wir hier noch machen? Also bei diesen Sachen hier, wie bei diesem Bild, also ist sehr viel Kontrast. Deshalb machen wir es mal so, dass ich hier eine Ellipse nehme und diese Ellipse wird außen bearbeitet. Ich setze erstmal alles zurück und werde Tiefen stark aufhellen. Schaut mal, da bekommen wir schon fast HDR-Wirkung. Ist das geil, ja? So, machen wir 60, dann ein bisschen Weiß. Schwarz lasse ich in Ruhe, Klarheit, Dunst entfernen. Ein bisschen, sodass wir
richtige Kontraste haben. Dann bekommen wir noch mit 30 etwas Sättigung und ich werde die Farbtemperatur leicht verändern. Und schaut, schon bekommen wir wirklich sonnige Seite auch im Schatten. Und weiche Kante würde ich ein bisschen reduzieren, weil sonst schaut mal, also weiche Kante 0, das ist komplett hart. Und jetzt machen wir es so, dass wir tatsächlich fast die ganzen Kanten hier bearbeiten können. So, das ist schon mal fein. Aber das Gebäude ist mir noch ein bisschen zu dunkel. Was kann ich machen? Ich kann das Ganze natürlich mit Pinsel erweitern. Das ist ab Photoshop CC der Fall. Da können wir mit Pinsel arbeiten. Klicken wir jetzt auf Pinsel. Das ist jetzt ein bisschen zu groß. Machen wir es so. Also Pinsel mit Pluszeichen versteht sich. Das ist ganz wichtig. Und lasst bitte die Finger davon automatisch maskieren. Das ist ganz schlecht. Ja, da macht ihr euch, tut ihr euch keinen Gefallen. Und schaut mal. So gehe ich jetzt mit gleichen Einstellungen hier über das Gebäude und hier vielleicht noch ein bisschen. So, und schau mal, das ist doch ganz schick. Ja, so haben wir jetzt die ganze Anpassung vorgenommen. Es sieht richtig cool aus. So, ja, jetzt können wir noch vergleichen, vorher, nachher mit der Q-Taste. Das ist schon ein Riesenunterschied. Mehr würde ich gar nicht machen, weil hier in Camera Raw brauchen wir eigentlich keine weiteren Korrekturen mehr. Was ich machen würde, ich würde das Bild jetzt in Photoshop öffnen und in Photoshop noch ein bisschen bearbeiten. Ich habe das Bild jetzt in 16-Bit-Modus geöffnet. Das ist auch nicht unwichtig, weil so bekommen wir feinere Übergänge und das Ganze sieht jetzt richtig gut aus. Was können wir hier noch machen? Also wir können natürlich gleich zum Nick-Filter greifen, aber ich mache das lieber anders. Ich werde auf die Tonwertkorrektur gehen und jetzt hier etwas kontrastreichere Sachen machen. Zum Beispiel diese ganzen Schatten bei den Gebäuden, die würde ich tatsächlich mit dieser Einstellung noch ein bisschen optimieren. Das ist jetzt die Einstellung, Einstellungsebene Tonwertkorrektur mit Maske. Die Maske ist im Moment weiß. Die fülle ich jetzt einfach mal mit Schwarz, mit Steuerung und Backspace-Taste. Und dann kann ich mit großem Pinsel, Pinselgröße kann ich nehmen, jetzt sagen wir mal 300, 400 oder sogar ein bisschen mehr. Das können wir bei gedrückter Alt-Taste und bei gedrückter rechter Maustaste vergrößern. So ungefähr. Und ich nehme Deckkraft und Fluss auf ungefähr 25. Dann kann ich sagen, okay, schaut mal, mit weißer Farbe werde ich jetzt hier drüber malen und werde diese Häuser noch ein bisschen heller machen, auch die Straßen, sodass wir tatsächlich hier noch etwas mehr Strukturen bekommen. So, ja, das sieht schon mal schick aus. So bekommen wir noch mehr Licht in diesem Bild. So. Ja, wunderbar. Und dann gehen wir vielleicht noch ein bisschen auf Farbtonsättigung. Und ich werde jetzt bei Gelbtönen die Sättigung erhöhen. Dann können wir bei Rottönen die Sättigung erhöhen. Also alle relevanten Farben, die wir jetzt hier für die Gebäude haben, die würde ich leicht sättigen. Und ansonsten Blau, Magenta, gut, das ist irrelevant. Machen wir hier auch ein bisschen intensiver. Und schaut mal, das ist schon eine coole Geschichte. Ja? Also wenn ich jetzt mit Alt-Taste hier auf das Auge klicke, dann bekommen wir sowas. Naja, und mehr ist das eigentlich nicht. Also ich kann natürlich jetzt noch ein bisschen mit Color Looks arbeiten. Ich kann auf Verlaufsumsetzung gehen und Verlaufsumsetzung nehme ich fotografische Tönung. So. Die war eigentlich auch schon aktiviert und schaut mal, dann nehme ich zum Beispiel sowas oder sowas, also alles was Sepia betrifft, das sieht sehr cool aus, auch Sepia mit anderen Farben beigemischt, nehme ich zum Beispiel das und dann setze ich diese Verlaufsumsetzung auf weiches Licht. Schaut, das wird noch kräftiger. Ja, dann nehmen wir davon jetzt vielleicht noch 30%, mehr brauchen wir nicht. Das Bild ist ein bisschen dunkler geworden, aber ist kein Problem, wir können die gleiche Einstellungsebene nochmal duplizieren mit Steuerung und J und statt weiches Licht nehmen wir negativ multiplizieren. Schaut, ist heller geworden, aber hier
würde ich nicht übertreiben. Ich würde vielleicht nur noch 10% nehmen. Schaut, so kann man mit 10% aufhellen. Und das würde ich auch nicht überall machen, sondern nur bei den Häusern. Deshalb fülle ich die Maske erstmal mit Schwarz. So, und werde dann hier die Häuser und die Straßen etwas demaskieren. So. Ja, das ist jetzt eigentlich alles. Also mehr brauche ich gar nicht. Das werde ich jetzt auch speichern. Das Bild ist fertig und wir vergleichen nochmal. Vorher, nachher. Und hier gucken wir nochmal das Original. Also jetzt werde ich die Einstellungen einfach löschen. Das war unser Bild. Und das ist daraus geworden. It's magic, ja? Okay, also sind wir fertig damit. Ja, mir hat dir das Video gefallen. Oh, Erinnerungen wurden wach. Wobei, wir sind jetzt wieder in Prag, ne? Aber ich werde mir das Video anschauen, wenn es denn da ist. Ne? Ja. Und ja. Dann ja, da werden Erinnerungen wach. Wir hoffen, dass euch das Video auch gefallen hat, ja, weil wir geben immer alles. Also wir zeigen, so wie wir es machen. Wir haben keine Geheimnisse, punkto Fotografie und Bildbearbeitung. Wir zeigen einfach, wie es geht. Weil uns reichen unbearbeitete Bilder nicht. Wir haben neulich Diskussionen gehabt, out of cam, vergiss das. Bei uns gibt es sowas nicht. Wenn out of cam, ausschalten, irgendwie Disney Channel gucken. Und es ist wirklich so, wir denken immer oft, neue Leute, auch Leute, die schon mehrfach da waren, es ist immer ein Unterschied, es live zu machen und sozusagen vor Ort das Motiv zu erkennen. Ja. Aus der Konserve, in der Theorie, ja, irgendwann denkt man, ja, man hat es verstanden. Aber dann läuft man hier durch und dann muss man in der Sekunde abliefern, erkennen, umsetzen und auch für andere nachmachen. Und wenn ihr glaubt, ach, das hat man einmal verstanden und dann war es das, das muss man immer und immer und immer wieder üben. Üben, üben, üben. Und deswegen üben, sind diese Trainings eigentlich in der Beziehung Gold wert, weil die Leute gehen halt mit offeneren Augen durch so eine Stadt und dann wird es intensiver. Unsere Teilnehmer, einige haben gesagt, ich bin hier schon zweimal vorbeigelaufen. Und nicht gesehen. Ich habe das noch nicht gesehen. Ja. Wie kommt er darauf? Ja. Wir kommen darauf, weil wir sehr aufmerksam durch die Gegend laufen. Wir gucken uns das Ganze an und wir gucken das schon aus der Perspektive der Kamera. Korrekt. Das heißt, wir können uns schon mal in die Brennweiten versetzen und sagen, okay, so und so würde das aussehen, wenn ich das jetzt mit 50 mm fotografiere oder mit 16 mm. Also da gibt es natürlich unterschiedliche Sachen. Man komponiert das Bild schon erstmal im Kopf, dann in der Kamera und dann passiert der Rest natürlich in Photoshop oder in Lightroom. Ja. Und das hier, das ist keine Handtasche, sondern das, falls jemand irgendwie jetzt skeptisch ist, was macht der Paul hier? Ja, 11,99 Euro Amazon. Link ich hab's ist drunter. Hier Baumel, mir hat's auch. Ja, genau. Zack, feine Sache. Okay. Aber viel erzählt. Schaut's an, habt Spaß. Genau, also wie gesagt, bei uns im Shop, Download, alles komplett, Video mit Fototipps, mit Bildbesprechung, mit Bildbearbeitung, ein komplettes Programm, Prag, die goldene Stadt, geht immer. Wir sehen uns nächsten Freitag, Micho freut sich schon drauf, weil das ist dann sein Freitag. Hab's gut gesagt. Oh, okay. Ja, und dann gibt's natürlich wieder mal was Interessantes. Und was Spannendes, wie Micho das immer macht, er hat euch zum Beispiel Zanzibar-Geschichte gezeigt. Da haben einige gesagt, oh, wie geil ist das denn? Ja. Oder so bunt, ne? Aber, ist egal. Ja, aber uns freut immer, dass ihr Feedback gibt, dass ihr nicht gleichgültig bleibt. Genau. Auch wenn er sagt, das Bild ist voll scheiße. Also sowas gilt natürlich nicht. Jedes Bild ist gut, aber wenn es euch gefällt, freut uns besser. Natürlich. Genau. Ihr könnt das natürlich auch lernen bei uns im Kreativstudio, Workshops, Videotrainings. Alles Mögliche. Produzieren jeden Monat was Neues. Schärfekollektion, nachschärfen per Knopfdruck. Also das ist das, was im Moment bei uns auf dem Programm steht. Und wir arbeiten natürlich an weiteren Terminen. Oh ja. Nonstop. Ja. Habe ich es richtig gesagt? Oh ja. Ja, okay. Jetzt bin ich fertig, jetzt gehen wir endlich essen. Ich freue mich und wir sehen uns nächsten Freitag. Bis dahin alles Gute. Grüßt Oma, Opa und andere nette Verwandte von uns aus Prag. Tschüss. Thank you.